Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2, die Endgegner-Killing-Reihe. Heute befinden wir uns in Three Horns Valley. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr nur nach der Story zu arbeiten, weil sich ja vieles verändert hat. Von der Reihenfolge, von der Umgebung her, mit der Story hin. Deshalb werde ich jetzt versuchen, die noch funktionieren, sozusagen nach und nach zu machen, die noch zu machen. Sonst werde ich jetzt hier einfach von Ort zu Ort springen und gucken, dass ich die Endgegner für euch mache. Und es ist ja eigentlich so, dass es eigentlich am besten einfach nur alle reinkommen sollen in die Playlist, in die gesamte Verfilmung halt, ja halt, dass ihr alle das zu sehen bekommt, alle Gegner. Das muss jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge sein, oder? Ja. So, wir befinden uns, wie schon gesagt, in Three Horns Valley. Na, oder? Ja, doch, hat funktioniert. Nur kurz gesagt, das ist wieder eine Mission, eine Nebenmission, die hier bei, wie heißt der nochmal, Dr. Z? Nein. Doch, Dr. Z, glaube ich. Die ja, doch, sag mal Dr. Z. Ich nehme mich einfach mal aufs Fenster und der ist Dr. Z jetzt. Die ihr von Dr. Z annehmen könnt. Wenn ich mich recht erinnere, ist das, ja, ich meine schon, das ist, da untersucht er so, ja, dem wurden Opfer gebracht, wo dann die Löcher haben, Schusslöcher, aber keine Kugel. Und soll ich mal untersuchen und dann hat man die E-Tag-Waffen entdeckt. Da sind wir jetzt, und das ist nämlich praktisch. Ich kann euch dann nämlich gleich direkt die Waffe zeigen, weil das ist nämlich diese hier. Das ist die Infinity. Der Endgegner ist also in Three Horns Valley. Das ist Dr. Mercy, der da. Und er droppt halt die Pistole, die Vladov-Pistole Infinity. Was ist besonders an Infinity? Sie schießt unendlich, wie Infinity schon sagt. Man braucht keine Pistolenmunition, ihr könnt einfach draufballern. Und sie schießt in in der Unendlichkeit 8, wie ihr hier seht. Und dort. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man die so ein bisschen so hier. So, ich muss jetzt aufpassen, weil er hat eine starke, sehr starke Granate. Oder eine besondere E-Tech-Waffe, die hat er sonst nämlich nicht. Muss ich aufpassen. Versuchen wir mal mit seiner eigenen Pistole zu killen, aber das ist unwahrscheinlich. Ist eher so auf Masse ausgelegt. So, ich bin extra hier rüber gesprungen, weil man da nicht durchschießen kann. So, tot ist er. So. Das war der Bimbo. Das war Dr. Mercy. Also nochmal kurz zusammengefasst. Three Horns Valley. Oh, das ist eine schöne Pistole. Wahrscheinlich hatte der die gerade. Die nehmen wir mal. Er droppt halt diese Waffe. Untersuchen. Das ist sie. Das ist die Infinity. Wie schon gesagt, sie schießt unendlich. Keine Munition. Lasst euch also nicht täuschen von der hier Magazingröße. Die brauchen nur eine. Sie schießt unendlich. Gut ist sie für große Gegner, die lange, lange aushalten. Wie zum Beispiel Terramorphos, zu dem wir auch noch kommen werden. Kann man schön dann drauf halten. Das dauert dann zwar vielleicht ein bisschen länger, aber man verbraucht keine teure Munition. Nur das schon mal daher gesagt. Sie gibt es noch in Schockschaden, Korrosion und Feuer gibt es, glaube ich, auch noch. Slack bin ich mir nicht sicher, aber kann auch sein. Ich habe sie nur da, weil ich das also ohne Schaden, ohne Elementarschaden die besser fand. Daher habe ich die. So, ihr seht jetzt, das ist sie. Wenn ihr Bock habt, die zu farmen, könnt ihr es machen.
Als kleines Extra für euch, wie ihr die schnell farmen könnt, ist ganz einfach. Ich werde auch nochmal extra machen, wie man farmt. Man muss ja nämlich nur neu reinjoinen, wenn es nicht geklappt hat, die geglaubt hat und so. Und man spawnt natürlich dann hier und kann dann direkt zu diesem, wie heißt der nochmal? Zu diesem Ding hier halt gehen und sich dann hochschießen lassen und dann hier drauf kommen. Das ist ein Cut. Normalerweise muss man bei der normalen Mission, wenn man das nicht kennt, da einmal rum, hier rein und sich die ganzen Gegner kämpfen. Ich kann hier rein, so, und kann den Endboss direkt killen. Oh, das ist ein Tollwütiger. Gut, dass ich hier bin. Ja, das zum Karten. Als kleiner Tipp für Dr. Murphy. Nochmal hier für euch. Three-Ounce Valley, Dr. Murphy, die Infinity Pistole von Vladov, das ist sie. Könnt sie fahren, wenn ihr wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat und Verbesserungsvorschläge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao Leute.